wie man Frühlingsbrötchen backt. Dafür brauchen wir folgende Zutaten. Wir benötigen 150 Gramm Quark, 300 Gramm Mehl, 75 Gramm Zucker, wir brauchen 6 Esslöffel Milch und 6 Esslöffel Öl, ein Päckchen Backpulver, ein Päckchen Vanillezucker und für die Frühlingsbrötchen noch 3 Esslöffel Schokostreusel. Alle diese Zutaten landen jetzt in einer großen Rührschüssel. Das Mehl, Zucker dazu, die Milch, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 6 Esslöffel Öl. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Jetzt ist das Backpulver dran. Der Vanillezucker und ganz zum Schluss die Schokostreusel. Jetzt muss nur noch alles gut durchgemischt werden. Wenn das erledigt ist, dann formt ihr aus dem fertigen Teig kleine Brötchen. Diese kleinen Brötchen legt ihr auf ein Backblech, auf dem schon Backpapier liegt. Das macht ihr so lange, bis der Teig aus der Schüssel leer ist. Dann lasst ihr euch von Mama und Papa helfen und schiebt das Backblech in den Backofen für 20 Minuten bei 190 Grad. Nach der Wartezeit sehen unsere Brötchen dann ungefähr so aus. Mmh, wie die duften.